Wenn du in der Galerieeinsicht einmal auf das Bild tippst, so kannst du es rudimentär bearbeiten mit einem Tipp auf das Drei-Punkte-Symbol oben rechts. Zuschneiden, umbenennen, aber auch drehen, falls die Lage nicht stimmen sollte. Genauso kannst du es über das Teilen-Symbol, über diverse Webdienste, aber auch über Wi-Fi Direct mit einer anderen Person tauschen. Und hier daneben hast du auch das Symbol für den Foto-Editor, den manchmal auch Fotostudio heißt. Ich denke, die meisten Befehle sind selbsterklärend, drehen, zuschneiden und so weiter. Hier kannst du mit einem bestimmten Seitenverhältnis oder auch frei den Ausschnitt wählen und falls der Horizont nicht ganz gerade ist, kannst du auch die Lage des Bildes noch nachträglich ändern. Die Farbe, da kannst du Helligkeit, Kontrast und Farbintensität noch einstellen. Effekte, wie der Name sagt, sind voreingestellte Filter, die du nutzen kannst. Aufkleber, das sind so Sticker, die man aufs Bild bringen kann. Zeichnung, da kannst du Markierungen vornehmen, wie mit deinem Farbstift und der Rahmen ist auch selbsterklärend. Ich möchte dir nun in der Folge zeigen, wie du das Bild nur partiell bearbeiten kannst. Wenn du lang drauf gehst, wählst du Auswahlmodus. Und hier wähle ich ein relativ großes Werkzeug bei Auswahlgröße. Der magnetische Auswahlmodus ist genau der richtige. Und wenn du nun auf dem Bild herummachst, so siehst du, wird automatisch die Kontur ausgewählt und erkannt. Du musst das alles in einem Zug fertigstellen, ansonsten beginnt das Tablet wieder erneut mit der Auswahl. Diese gestrichelte Linie zeigt dir an, was nun effektiv ausgewählt ist. Naja, lassen wir es mal so. Ich speichere das oben rechts und jetzt kann ich das Bild nur in dieser Auswahl ändern, zum Beispiel indem ich hier jetzt noch den Kontrast und die Farbigkeit anpasse. Ich mache den Kontrast etwas stärker und gebe einen leichten Blauton, so als Beispiel. Mit Speichern wird diese Änderung auf die ausgewählten Bildelemente übernommen.